Ich warte mal noch einen kleinen Augenblick, aber hallo schon mal an euch. Guck mal, dass noch ein paar. Ich war jetzt auch sehr, sehr pünktlich. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ein paar Sekunden warte ich noch. Geht's euch gut? Könnt ihr mich verstehen? Vielleicht kann ja schon mal die ein oder andere ein Feedback geben, ob man mich gut hören kann. Oder ob ich lauter sprechen soll. So. Hallo, da sind die Ersten. Ach, ich freue mich. Prima. Ich glaube, wir legen los, oder? Was meint ihr? Also, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass jetzt schon so viele von euch da sind. Ich bin Lea, vielleicht kennt mich die ein oder andere von euch schon, von Instagram, von Chicos Kanal. Heute darf ich mit euch zusammen das Live für Chico machen. Thema heute ist Chico bei Joey Browns und zwar mit den neuen Frühlingstrends. Und ich gebe euch schon mal so ein kleines Sneak Peek. Es wird farbenfroh. Ich freue mich sehr. Kurz zu dem Ablauf mit dem Live-Shopping, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ihr habt die Möglichkeit, während des Live-Shoppings direkt die Sachen hier, ich glaube auf der Seite, ich hoffe, ich zeige jetzt die richtige Seite, kommen die Produkte, ihr könnt draufklicken, euch die nochmal ganz genau angucken und direkt in den Warenkorb packen. Ich zeige euch alles, ich werde auch einige Teile anprobieren, sodass ihr die direkt in Motion seht. Und ihr habt auch die Möglichkeit, ihr seht es in dem Chat, permanent Fragen zu stellen. Ich freue mich auch auf einen Austausch mit euch. Also wenn ihr was wissen wollt oder, keine Ahnung, nochmal Tipps, wie man was kombiniert, was man dazu tragen könnte. Alles, was euch in den Sinn kommt, schreibt mir gerne in den Chat hier unten. Ah, ich sehe schon die andere Seite. Okay, also hier seht ihr die Produkte. Vielen Dank, liebe Heike. Super, das sehe ich manchmal nicht so. Für mich sieht es da aus, aber es ist ja alles spiegelverkehrt. Aber ihr seht, da ploppen Produkte auf. So, wir haben auch für euch Füchse, die ihr alle hier seid, einen ganz tollen Rabattcode. Und zwar bekommt ihr auf die Kollektion, die ich euch heute zeige, 22% Rabatt mit dem Code 24LIVE3. Also 24 Live 3, genau. Und wenn ihr Formi-Kunde seid, bekommt ihr sogar nochmal 5% obendrauf. Macht, summa summarum, Mathe war nicht meine Stärke, aber das kriege ich hin, 27% Rabatt. Und jetzt, wo wir beim Thema Formi-Kunden sind, habe ich noch ein kleines Gimmick für euch. Denn aktuell gibt es eine ganz tolle Aktion. Und zwar könnt ihr Formi-Kunde werden für 5,55 Euro anstatt 12,99 Euro und euch somit immer einen extra Rabatt sichern. Und das Beste überhaupt, für alle Formi-Kunden gibt es jeden Monat jetzt ein Gewinnspiel, wo ihr einen 500 Euro Shopping-Gutschein gewinnen könnt. Das gilt nur für Formi-Kunden. Und das Angebot für die 5,55 Euro gilt für eine Woche. Also seid schnell, schlag zu. Und ich würde sagen, jetzt haben wir ganz viel gequasselt. Wir legen mal los mit Shoppen, denn dafür sind wir ja hier. Und ich habe gedacht, ich fange mal soft an, aber nicht weniger schön und trotzdem auch schon ein bisschen frühlingshaft. Und zwar fange ich mal mit dieser Longbluse an. Ich gehe auch so ein bisschen zurück, dass ihr das mal genauer sehen könnt. Wir haben hier, so Haare mal beiseite, einen ganz tollen V-Ausschnitt, was nochmal richtig schön streckt. Und auch eben hier diese durchgehende Knopfleiste, die wirklich bis unten hingeht. Und ich finde, absolutes Highlight von der Bluse sind diese Trompetenärmel mit den, ja, mit der Stickerei hier drauf. Ich zeige euch das nochmal genauer. Wir haben auch generell eine etwas längere, aber auch leicht taillierte Form. Also die Bluse macht, die Bluse macht eine total schöne Silhouette und auch hinten geht die, wie ihr seht, wirklich über den Po, sogar noch einen Ticken länger. Und das Material ist so ein ganz zartes, ja, ihr seht das so ein bisschen, das ist ganz leicht durchlässig. Ich habe jetzt ein ganz schlichtes
Baumwolltop drunter. Ihr könnt es auch super gut mit einem BH tragen oder ich kann mir das auch total schön mit so einem Bikini-Oberteil vorstellen. Und ich finde, das ist schon so der perfekte Frühlingsbegleiter. Ich sehe schon, Claudia hat schon zugeschlagen bei von mir. Sehr gut. Das werden mit Sicherheit noch der ein oder andere von euch heute machen. Das ist eine gute Entscheidung. So, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zu dieser Mega-Jeans. Und die hat echt so ein paar Besonderheiten. Also, Shigo kann das ja eh gut, ne? Finde ich so, ja, so feine Sachen. Da mal so ein ganz toller, besonderer Knopf oder im Nacken auf dieses Shigo-Zeichen in einem schönen Metallknopf etc. Aber bei Joey Browns ist nochmal eine Schippe obendrauf. Denn bei dieser Hose, ich zeige euch die erstmal auch von hinten, ich finde, die macht einen super schönen, seht ihr die? Super schönen Po. Und wir haben hier auch am Label, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, das ist richtig schön bestickt, auch nochmal mit besonderen Knöpfen dran. Und wir haben, mal eben meinen Spickzettel beiseite packen, hier auch generell so eine schöne Used-Waschung. Und so ganz leichte Destroy-Effekte, aber die sind minimal. Also es ist jetzt nicht, dass hier Löcher oder so drin sind. Die hat einfach so einen richtig schönen, ja, Used-Look. Und auch hier an der Tasche, ihr seht es hier, ist so ein schöner abgesetzter Blumenstoff. Der gleiche Stoff, Blumenstoff, ist auch nochmal in der Hose innen drin. Und als besonderes i-Tüpfelchen haben wir so einen super schönen Anhänger. Das finde ich ist so richtig hippie-mäßig. Und den kann man auch abmachen an Schlüsselbund oder sonstiges. Finde ich richtig, richtig schön. Ich habe jetzt offene Schuhe dazu an, da gehen aber auch super gut Sneaker etc. zu. Und die Waschung und die Farbe, die ich jetzt trage, ist so ein Light Blue Denim. Gibt es aber auch noch in Dark Blue Denim. Und das, ja, das Jeansmaterial ist super angenehm, weil wir haben jetzt 2% Elastan mit drin. Also ist super stretchy, ganz weich, schneidet nicht ein und macht einfach richtig Spaß. Und ich finde, das ist schon so ein ganz toller Frühlings- und auch schon Sommerlook, weil durch die angenehmen leichten Stoffe kann man das auch bei größeren Temperaturen tragen. So, jetzt kommen wir zum ersten Kleid. Ich bin ja auch ein absolutes Kleidermädchen. Und wie schön ist das bitte? Ich finde, das ist so, oh, ich bin jetzt gerade auf Korfu im Urlaub, in der Sonne. Das macht richtig Lust auf mehr, dieses Kleid. Wir haben hier einen ganz tollen V-Ausschnitt, sowohl vorne als auch hinten. Hinten haben wir so ein schönes Bindeband, das Wort finde ich irgendwie lustig, Bindeband, womit ihr nochmal flexibler einfach ja, das einstellen könnt, ob ihr es enger haben wollt oder nicht. Und wir haben hier auch nochmal eine Taillenschnur, sodass ihr das auch wirklich mehr an euch anpassen könnt. Wollt ihr es lockerer haben oder ein bisschen mehr auf Taille haben? Und der Rock ist wirklich so richtig schön weit schwingend mit Volants unten. Also das ist das perfekte Urlaub, Sommer, Frühlingskleid. Auch jetzt noch mit Sneakern und einer Jeansjacke drüber und im Sommer dann Flipflops und gar nichts mehr an. Das ist richtig, richtig schön. Ich sehe gerade, die Frage kommt, welche Größe ich trage. Ich trage so eine 48,50 bei Shigo, je nach Schnitt. Also meistens habe ich in den Stretchhosen so eine 48,50. In Kleidern, wenn die Abteile weit sind, eher eine 48. In der Bluse habe ich jetzt auch eine 48 an. Und ich bin, wie groß bin ich denn? 1,63 bin ich groß. Das ist vielleicht gleich bei den Kleidern auch nochmal ganz wichtig, dass ihr das abschätzen könnt. Genau, wir haben hier vom Obermaterial 100% Viskose und unterhalb haben wir Baumwolle in dem Futter, was total angenehm für, ja, für den Sommer ist, weil es einfach ein schön kühlender Effekt ist. So, jetzt zeige ich euch das und ich glaube, das Oberteil ziehe ich mal an, weil das besticht auch dadurch, wie es angezogen aussieht. Moment, ich bin gleich wieder da. Ihr könnt in der Zeit gerne auch noch Fragen stellen oder wenn ihr irgendwas noch sehen wollt, wobei wir sind ja noch am Anfang. So, und ich fange mal an jetzt mit diesem schlichten Top hier. Hier haben wir so einen ganz
schlichtes Spaghetti-Top, auch mit Trägern, die ihr verstellen könnt, also auch wieder ja, anpassen könnt an euch. Das ist ein ganz feiner Ripp, eine ganz feine Rippbaumwolle. Und es hat so eine ja, figurumspielende Passform. Also ihr seht schon, das ist hier ein bisschen lockerer. Und ich finde es perfekte Kombiteil. Ihr könnt es unter Sachen tragen, einfach so jetzt auch zu Jeans. Aber ich ziehe jetzt mal den leichten Pullover drüber. Denn das ist so, das ist richtig Hippie, Ibiza, gute Laune. Und angezogen sieht das Ganze einfach nochmal viel, viel schöner aus. So, wir haben hier einen handgearbeiteten Häkelpullover. Und ihr seht das schon, wir haben so tolle Farben. Und dadurch, dass es von Hand gehäkelt ist, ist jeder Pullover ein Unikat. Also es kann immer sein, dass jeder sieht ein bisschen anders aus. Wir haben auch hier wieder so einen richtig schönen Trompetenärmel. Und was ich auch ganz besonders finde, ich zeige euch das nochmal genauer, wir haben hier so eine, man nennt das Wellensaumkante, sowohl an den Ärmeln als auch hier unten am Saum. Das ist eine super weiche und vor allem auch pflegeleichte Qualität, das ist ja auch immer ganz schön. Und von der Länge zeige ich euch das nochmal, geht das bei mir auch wirklich so bis über den Po. So, machen wir mal weiter. Claudia, der Pulli ist echt schick. Ja, der ist wirklich, der ist so besonders. Und auch selbst für wärmere Tage, dadurch, dass der natürlich, da kommt viel Luft rein, ist der echt schön. So, jetzt haben wir auch noch ein super süßes Oberteil. Ich komme mal näher, dass ihr den Print sehen könnt. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit All-Over-Blumen-Print. Hier seht ihr nochmal wirklich die feinen Blümchen und die Farben, die da drin sind. Wir haben 3/4-Ärmel mit ganz leichtem Gummizug. Der hat aber echt Spiel, also es schneidet nicht ein. Somit könnt ihr das auch so ein bisschen am Ärmel hochschoppen. Wir haben eine leicht ausgestellte Form und auch hier wieder so eine po-bedeckende Länge. Von hinten sieht man das auch nochmal ganz schön. Und das ist ein ganz auch weich fließender, ganz angenehmer, elastischer Jersey-Stoff. Und jetzt sieht man das auch so zu Jeans, passt es einfach super, super gut. So, jetzt schmeiße ich mich nochmal in Schale für euch. Bin sofort wieder da. Wie gesagt, stellt gerne in der Zeit, wo ich mich umziehe, weiter eure Fragen, wenn ihr was wissen wollt. Ansonsten beeile ich mich, dass ich ganz schnell aus der Zauberkugel wieder bei euch bin. So, ein Momentchen. So, ich wollte früher einmal zum Mini-Playback-Show, habe es mich nie getraut. Jetzt mache ich das mit euch, erlebe ich das. Das Kleid schreit leer. Also, sorry Chico, das bleibt bei mir. Nein, ich kaufe es mir, das ist so schön. Ihr seht, wir haben hier einen ganz tollen Punkteprint und wie ich finde, den perfekten Schnitt für unsere Kurven, denn wir haben hier einen schönen V-Ausschnitt und eine komplett ja, durchgehende Knopfleiste, die geht wirklich bis unten hindurch und haben auch hier, wie gerade bei dem Pulli, so ein bisschen auch dieses Häkel-Crotchet-Muster und ich finde, sobald man ja so ein bisschen was See-Through-Durchsichtiges hat, gibt es einfach so ein ja, so ein sexy Effekt, das mag ich gerne. Und gerade dieses Punktemuster hat auch so ein bisschen, finde ich, Dolce Vita-Feeling. Das finde ich super schön. Wir haben auch hier in der Taille so ein gesmoktes Band, also eine gesmokte Taille. Und damit könnt ihr auch variieren. Also sitzt die Taille eher oben oder eher unten. Das passt sich an und macht dadurch einfach eine richtig schöne Form. Und ihr könnt auch ein bisschen kokettieren. Also ihr könnt das ein bisschen weiter aufknöpfen, je nachdem wie viel Bein ihr zeigen wollt. Und wie gesagt, ich bin 1,63 groß
Und ihr seht, von der Länge geht mir das bis zum Knöchel. Das Ganze ist wahrscheinlich so bei größeren Frauen halbe Wadenlänge. Also es ist wirklich ein schönes, langes, angenehmes Kleid. Denn wir haben 100% Ecovero-Viskose, super leicht. Auch die Dreiviertelärmel mit dem kleinen Knopf hier finde ich auch richtig, richtig, richtig gut. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Farbe ins Spiel. Und zwar haben wir hier dieses wunderschöne Blümchenkleid. Ich komme mal näher, dass ihr erstmal den Print bewundern könnt. Wir haben hier, ihr seht es schon, einen V-Ausschnitt in Wickeloptik. Das ist wirklich nur angedeutet. Also ihr habt keinen richtigen Wickeleffekt, sondern wirklich nur so den Wickeleffekt. Was rede ich denn jetzt gerade? Also, es ist kein Wickelkleid, es ist nur angedeutet, sodass es so aussieht. So, jetzt habe ich ja gerade irgendwie einen Hänger gehabt. wir haben kurze Ärmel, aber trotzdem so die oberen Oberärmel sind davon bedeckt. Man fühlt sich angezogen mit dem Kleid. Und wir haben vor allem auch hier, guck mal, dass ihr das seht, an den Schultern so ganz kleine Falten, was auch, ich finde, das gibt immer, wer so einen Hauch von Puffärmel hat, gibt das so einen romantischen Look. Und wir haben auch hier wieder die Taille akzentuiert durch den, dieses Taillenband. Und der Rock ist auch leicht ausgestellt, sodass wir einen ganz zart fließenden Rock und zart fließendes Kleid haben. Genau, das Material ist 95% Viskose und 5% Elastan. Also ihr habt hier wirklich Spielraum und viel Platz für Eis im Sommer. So, jetzt zeige ich euch auch nochmal eine wunderschöne, ganz, ganz zarte, leichte Bluse. So, Moment, mal meinen Spickzettel hier rausholen. Genau, also, ihr seht schon, wir haben hier auch einen ganz, ganz tollen, zarten Blumenprint. Der ist ein bisschen dezenter, einfach weil wir nur mit weniger Farben arbeiten. Wir haben ganz kurze Volant-Ärmel. Volant heißt, dass die auch locker geschnitten sind, überstehen und ganz leicht um den Arm liegen. Wir haben auch hier wieder einen schönen streckenden V-Ausschnitt und eine komplett durchgehende Knopfleiste. Und was ich auch ganz besonders an der Bluse finde, ist, dass wir wieder eine Taillennaht haben. Und gerade hinten sieht man, mal gucken, ob man das sieht, sieht man hier schön die Abnäher, was einfach dafür sorgt, dass die Bluse total schön fällt, schön ausgestellt ist und auch ja, wieder in po-bedeckender Länge, das zum Sommer, ich sehe gerade, weil der Kommentar kommt, passt perfekt zum Sommer, absolut. Auch zu einem Jeansrock, nur dazu gerade der Jeans. Es ist wirklich super leicht und luftig. Man kann die Bluse auch super schön vorne so in die Hose stopfen, wer das gerne mag. Ich finde auf jeden Fall die Farbe wunderschön. So, jetzt machen wir nochmal Mini-Playback-Show ohne Singen. Und ich zeige euch diesen bunten Traum hier. So. Jetzt kommt richtig Boho-Feeling. Eine Sekunde noch. Tada! Ist das nicht ein Traum? Das bleibt leider auch bei mir. Das ist so ein richtiges Hippie-Folklore-Gute-Laune-Kleid. Wir haben hier, wie ihr das schon seht, verschiedene Mustermixe. Also wir haben einmal diese Bordüre, die wiederholt sich auch unten in dem Volant. Und dann diesen Print an Ärmeln und Rockpartie. Wir haben hier Dreiviertelärmel und auch wieder mit so einer Schleife, was das Ganze auch wieder schön verspielt macht und einfach ja, das Kleid besonders aussehen lässt.
Das Ganze ist auch hier in Wickeloptik. So, da hatte ich gerade meinen Hänger. Also wir haben, das Oberteil ist in Wickeloptik. Ihr habt auch hier nochmal einen Knopf. Wenn ihr weniger Busen zeigen wollt, dann habt ihr es geschlossener oder eben so ein bisschen mehr Dekolleté, ganz wonach euch ist. Wir haben auch hier, ich weiß nicht, ob man das, ich hoffe, man kann das erkennen, so ganz zarte Glitzerfäden noch in der Baumwolle mit drin. Und es gibt diesem, ja, diesem Boho-Kleid, aber auch so ein bisschen schick. Also ich denke mir, auch auf so einer Gartenhochzeit mit vielleicht goldenen Sandalen geht das absolut gut. Und ich drehe mich nochmal, dass ihr das Kleid auch nochmal von hinten sehen könnt. Durch auch diesen, wieder diesen Smoke-Bund in der Taille. Also das hat Elastizität, passt sich also wieder an. Sitzt es einfach wie eine Eins, finde ich. Ja, macht total gute Laune. Und ich finde, das ist auch so ein Teil, das dafür steht ja auch Joey Browns. Gute Laune, mal ein bisschen was anderes, andere Muster. Ja, gefällt euch das? Gib mir mal ein Zeichen, wie ich das... Achso, Sabine, welches Material ist das? Moment. Das Kleid hat Baumwolle komplett und ein, also 99%, 1% sind diese Glitzerfäden und es hat auch ein Futter unten drunter und das hat auch 100% Baumwolle. Also super angenehm, das Ganze. So, kommen wir zum nächsten Kleid. Oh, das macht auch so gute Laune. Oh, ich kriege Daumen hoch. Danke. Ihr seid super. Das macht richtig Spaß. Ich finde das so schön, diesen Austausch mit euch. Das ist richtig, richtig schön. So, aber jetzt zeige ich euch noch ein ganz tolles Kleid. Und zwar haben wir auch wieder ein Kleid mit Blumenprint all over. Und auch hier, wie bei dem Pulli gerade, jedes Kleid ist ein Unikat. Also es kann sein, dass die Blumen mal anders sitzen. Und so wie wir alles Unikate sind, ist es das Kleid dann auch. Wir haben wieder einen V-Ausschnitt, der ist ein bisschen tiefer, also ein bisschen, zeigt ein bisschen mehr, es ist immer noch bedeckt. Und haben auch hier sehr, sehr schöne Dreiviertelärmel mit so einer ganz schönen, guck mal, so einer Raffung an den Ärmeln. Auch hier haben wir eine Taillennaht, die wieder die Taille betont und auch einen sehr schön schwingenden Rock. Also ihr seht das gerade von hinten. Hier ist wirklich mehr Stoff, dass das Kleid total schön ins Schwingen kommt. Und ich finde, da kann man auch einfach super viel zu kombinieren. Weil in den Blumen habt ihr Blau, ihr habt so einen Ockerton, Weiß sowieso und Rot. Da kann man wirklich viel zu tragen. Und ja, ist auch einfach ein richtig schönes Kleid für jetzt. Ich finde immer schön, ihr könnt die Kleider alle super gut mit einer Jeansjacke kombinieren. Bisschen oder mit so auch einer Lederjacke. Das habe ich gerade gesehen, das Kleid nochmal von weiter weg zeigen. So, ich halte mir das mal an. Also die Länge kann ich euch auch sagen. Das sind 1,10 Meter. Das ist etwas kürzer. Bei mir geht das ungefähr ja, bis zur halben Wade. Also definitiv übers Knie. Genau, so. Also es ist noch richtig schön knieumspielend. Ich hoffe, das war so von der Entfernung her okay. Ja, das muss man manchmal so ein bisschen sehen. So, kommen wir nochmal zu einem Oberteil. Und zwar haben wir hier ein richtig schönes Longtop mit was ganz Besonderem am Rücken. Wir haben, aber wir fangen mal vorne an. Wir haben wieder einen schön streckenden V-Ausschnitt und auch hier wieder diese leichte Wickeloptik. Und auch der Schnitt ist so ein bisschen ausgestellter. Also wir haben auch hier wieder eine Taillennaht, sodass das Unterteil so ein bisschen ausgestellt ist. Wir haben hinten, schaut euch das mal an, eine richtig tolle Spitze. Und was ich super finde, ist, da wo der BH sitzt, da habt ihr die Spitze nicht. Also man sieht keine BH-Träger, nichts. Das ist richtig toll platziert. Das ist so ein schönes Marineblau. Und wir haben hier 95% Viskose und 5% Elastan. Die Spitze ist so komplett aus Baumwolle. Und auch hier haben wir wieder eine etwas längere Länge, also Po
wird bedeckt und finde ich auch, ist zu Jeans etc. ist es richtig, richtig, richtig schön. So, jetzt zeige ich euch, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ja, das kriegen wir hin. Ich zieh zwei Kleider noch an. Wir haben noch vier. Ich glaube, das ist ein guter Mix. Zauberkugel, ich komme. So, ich bin gleich wieder bei euch. Jetzt müsste ich eigentlich irgendwas Italienisches singen. Che confusione, sarà perché Dio. Ich kann gar kein Italienisch, aber es passt so, weil es ist auch wieder richtig deutsche Vita. Also, wir haben hier ein Jersey-Kleid mit, as you can see, all over Punkten und Polka-Dots. Und wir haben hier so ein Karree, so ein Karm-Ausschnitt. Was ich ganz toll finde, ist, ihr könnt den so tragen. Oder wenn ihr sagt, ach, heute zeige ich mal ein bisschen mehr, könnt ihr den auch wirklich so schulterfrei, das Kleid oder den Ausschnitt, wollte ich sagen, auch schön schulterfrei tragen. Wir haben auch hier wieder einen Gummiband in der Taille, was einfach eine super schöne Form und Silhouette gibt. Und der Rock schwingt total schön mit. Ich drehe mich mal. Seht ihr auch das Kleid aus jeder Perspektive. Und von der Länge her ist es 1,20 Meter lang. Ihr seht, bei mir geht das so, ja, ein Stückchen über dem Knöchel. Also ist definitiv schön lang für sämtliche Größen. Wir haben hier 95% Viskose und 5% Elastan. Und ein richtig schönes Sommerkleid. So, next one. Last but not least, nein, so weit sind wir noch nicht. Habe ich nochmal dieses blaue Traumkleid für euch. Wir haben hier auch wieder ein Kleid mit Blumendruck, aber einen ganz anderen Schnitt, weil wir haben hier so einen Zipfelschnitt, so einen Zipfelsaum. Ihr seht das, dass hier die Ecken ja so ein bisschen verlängert sind. Was wir aber auch hier wieder haben, ist ja diese Wickeloptik, aber auch hier ist ein kleiner Knopf, dass ihr selber schauen könnt, wie viel Ausschnitt möchte ich eigentlich zeigen. Was hier auch ganz toll ist, das hat Taschen und wir lieben doch alle Kleider mit Taschen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde Kleider mit Taschen irgendwie, es wirkt dann so lässig und man weiß, wo man seine Hände hinpacken soll. Auch hier haben wir wieder eine gesmokte Taille, das heißt eine elastische Taille, die eure Figur schön betont, die alles schön mitmacht, die ja ein bisschen auch nachgibt und sich vor allem anpasst. Und das Material hier ist 100% Viskose, also ein ganz angenehmer, auch wie ich finde, kühler Stoff. Und was wir hier hinten auch noch haben, ist nochmal so ein kleiner Knopf mit Leiste. Ist auch, finde ich, einfach schön, wenn man im Sommer die Haare hoch hat, dann hat man hier wirklich nochmal, ja, so ein bisschen was Besonderes. Das ist nicht viel, aber das macht ein Kleid einfach besonders. So, und jetzt habe ich noch ein Kleid, das, wie ich finde, ist das perfekte Kleid, wenn ihr auf, weiß nicht, zu einem Brunchen oder vielleicht jetzt auch kommt Taufen oder Hochzeiten. Ich glaube, das ziehe ich nochmal an, weil das besticht angezogen total. Einen Moment. Ich bin sofort wieder bei euch. So. Mal eben schauen. So. Ist das nicht ein richtig schönes und wie ich auch finde, schon festliches, ja, festliches Kleid. Einfach durch den Schnitt. Und den Stoff, wir haben hier ein Chiffonkleid, auch wieder in Wickeloptik.
Aber ihr seht, es ist hier zugenäht. Wir haben also, braucht nicht die Angst haben, dass es irgendwie aufliegt und man sieht den Schlüppi oder sonst was. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, das zuzumachen, dass ihr, ja, wenn ihr nicht so viel zeigen wollt, ist es versteckter. Ich finde sehr schön auch diese Volantärmel. Die sind ganz, ganz leicht und ja, umspielen eigentlich die Ärmel nur. Die merkt ihr gar nicht. Also es ist super luftig. Und unten, schauen wir mal, was ich hier habe, Taschen. Und ich finde, da hat man direkt so einen anderen Move drauf. Aber ich mache auf. Ich mag das so ein bisschen mit mehr Ausschnitt auch. Ich drehe mich nochmal, dann seht ihr auch die Volants hinten nochmal. Wir haben hier auch an der Seite einen Reißverschluss. Dadurch sitzt das Kleid auch einfach nochmal richtig schön. Und das Obermaterial ist Polyester, das Futter auch. Und es, wie gesagt, fällt einfach total angenehm und macht gute Laune. Und ich kann mir das wirklich auch super gut, wenn man Hochzeitsgast ist, dazu vorstellen. Wie gesagt, auf einer Taufe, zum etwas schickeren Brunch oder auch einfach so. Wenn ihr es anziehen wollt, zieht das an. So, zu guter Letzt habe ich noch dieses wunderschöne Maxi-Kleid für euch. Ich halte das nochmal jetzt auch wieder ein bisschen weiter weg. Das ist wirklich auch lang. Also es geht mir bis zum Knöchel. Und wir sehen hier auch wieder einen V-Ausschnitt und haben eine Knopfleiste auch bis zu diesem Smoke-Bund. Wir haben in der Taille mit Gummibund auch nochmal Schlaufen für so einen Gürtel. Das heißt, ihr könnt es auch nochmal schön mit Schleife binden. Das Rockteil ist total schön ausgestellt und ich habe damit letzte Woche habe ich mit dem Kleid Fotos gemacht und da kam so ein Windstoß und dann flog das so zur Seite. Oh, das war so schön. Also das Kleid ist schön, aber das Foto ist auch irgendwie cool geworden, weil man da so richtig sieht, was das Kleid kann. Wie das mitschwingt, wie die Volants mitschwingen. Was ist denn heute los mit mir? Genau, und wir haben hier eine Gesamtlänge von 1,32 Meter. Also es ist wirklich ein richtig schönes Maxi-Kleid. Und der Print, also es, die Grundfarbe ist so ein Marine, dann haben wir so einen Ockerton und das ist so ein, ja, wie so ein Fliederton, genau. So, ihr Lieben, it's a wrap. Das war's schon für heute. Ich gucke gerade nochmal, aufgewacht, frisch auf Balkon mit Kaffee und das weiß ich, ja, genau. Manche Kleider geben einem direkt so ein Gefühl, ne? Ach, auf dem Balkon, Sonne scheint, Kaffee, finde ich sehr gut, die Assoziation. Und mit dieser Assoziation verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Es hat mir wie immer extrem viel Spaß gemacht. Denkt unbedingt an den Rabattcode 24LIVE3, womit ihr 22% auf alle Teile bekommt, die ich euch heute gezeigt habe. Und auch nochmal an die Formi-Aktion für 5,55 € anstatt 12,99 €. Abonniert unbedingt den Shigo Newsletter, dann verpasst ihr keine Lives, keine Rabattaktionen, Gewinnspiele etc. Folgt uns gerne auf Social Media, denn da kommt auch nochmal immer ganz viele Inspirationen, Tipps und Tricks. Und freut euch unbedingt auf das nächste Live. Das findet am 18.04. nächste Woche Donnerstag statt. Mit der lieben Vera Entwehl. Ich freue mich sehr darauf. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Shoppen. Der Rabattcode gilt, wie gesagt, noch bis Sonntag. Also ihr könnt euch das alles nochmal in Ruhe angucken. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.